The Scapers bei Oase. Hallo und herzlich willkommen bei The Scapers. Ich bin Claudia und möchte euch ein wenig darüber erzählen, was euch in diesem Format erwartet und worauf ihr euch besonders freuen könnt. The Scapers ist ein echtes Herzensprojekt von meinen Kollegen und mir, weil wir zeigen wollen, wie faszinierend die Welt der Aquaristik ist. Claudia ist unsere Frohnatur im Marketing und dort für die Aquaristik zuständig. Sie strukturiert, organisiert und plant alle ihre Projekte bis ins kleinste Detail und hat dabei immer ein oder auch zwei Lächeln im Gesicht. Sie hat immer wieder neue Ideen und ist das Kreativgenie hinter The Scapers. Joachim ist unser Aquaristik-Produktmanager mit Leidenschaft. Ihm reicht es nicht, Aquarien nur zu Hause zu haben, sondern er verantwortet und steuert das gesamte Oase-Aquaristik-Portfolio. Ohne ihn läuft hier gar nichts. Lars ist unser Social-Media-Experte und hauseigener Entertainer. Aus Show the Flow ist er nicht mehr wegzudenken und sorgt auf den Social-Media-Kanälen intern wie extern für Spiel, Spaß und Spannung. Ohne ihn gibt's hier gar nichts zu lachen. Wir wollen euch beweisen, dass das verstaubte Image, das vielleicht manche im Kopf haben bezüglich der Aquaristik, nicht mehr up-to-date ist und dass man faszinierende und inspirierende Unterwasserwelten erstellen kann. Wir sind super happy, dass wir 3 Aquascaper für uns gewinnen konnten, die euch mitnehmen in die Welt des Aquascapings, einer besonderen Form der Aquaristik. 3 Aquascaper, ein Ziel. Das verstaubte Image von Omas und Opas Aquarium aufzupolieren. Zeitdruck, unerwartete Herausforderungen, eingeschränktes Budget. Am Ende ein fertiges Scape stehen zu haben, ist unter diesen Umständen die wahre Challenge. Juris. Zeitschriftenautor, Sprecher für Podcasts, Aquaristik-Influencer. Das Multitalent in Sachen Aquascaping ist bereits seit 2008 in diesem Metier unterwegs. Sein umfangreiches Wissen gibt er dabei gerne über die sozialen Medien weiter. Vor Großprojekten wie einem 40 Meter Aquarium in Lissabon schreckt er daher nicht zurück. Adri Baumann ist schon seit Kindestagen dem Hobby der Aquaristik verfallen. Und aus dem kleinen Adri ist ein in der Szene bekannter, großer Aquariendesigner mit 12 Jahren Berufserfahrung geworden. Gekrönt wurde sein Schaffen bisher durch 2 Weltmeistertitel im Live-Aquascaping. Ihm macht so leicht keiner was vor. Tobias liebt das Aquascaping sehr. Manchmal vielleicht zu sehr. Wo andere bereits aufhören, holt er nochmal sein Equipment raus, um auch den kleinsten Stein zu säubern. Er will die Szene moderner machen und ihr dadurch zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Auf YouTube zeigt er euch, wo es lang geht. Kommen wir zum Kern der Show, das Aquascapen. Es wird nicht das klassische Aquascapen sein, sondern die Teilnehmer wissen überhaupt nicht, was passiert. Jeder der 3 Teilnehmer bekommt ein Thema, auf das sie nachher das Aquascape beziehen müssen. Sie wissen noch nicht, dass das komplette Aquarienscape-Zubehör noch gekauft werden muss. Plus, sie haben ein Zeitlimit und Budgetlimit. Später dürft ihr den Aquascapern bei der Arbeit zuschauen. Aber damit es nicht ganz so langweilig für euch wird, haben wir so 1-2 Hindernisse eingebaut, um es den Aquascapern ein bisschen schwerer zu machen. Also, lasst uns starten! Hallo zusammen, ja, mein Name ist Lars und heute habe ich mir mal die Teilnehmer einzeln hier hingeholt, um noch ein paar Sachen aus ihnen rauszukitzeln, die ihr vielleicht unmöglich herausfinden würdet oder nur sehr schwer. Und anfangen tue ich jetzt mit Adri. Hi. Hi, grüß dich. Wie geht es dir? Ja, gut, und selbst? Ja, bis jetzt geht es mir ganz gut. Wir haben ja jetzt gerade im Intro schon gesehen, du bist ja auch mehrfacher Weltmeister gewesen. Das ist natürlich durchaus beeindruckend. Aber ich habe ja auch was gefunden hier. Guck mal, ist das deine? Tatsächlich. Ja? Ja, die vermisse ich schon wirklich.
Ja, ich habe es mir gedacht, weil ich habe ja herausgefunden über meine dunklen Kanäle, du verlierst ja auch gerne mal Sachen, deswegen gern geschehen. Danke, dass du es entsende. Ja, sehr gerne. Nein, wie macht sich das bemerkbar so? Du verlierst einfach überall Sachen. Lässt du das liegen? Macht dich so bemerkbar, dass ich Sachen, die ich gerade in der Hand hatte und benutzt habe, zwei Sekunden später nicht mehr finde. Gar nicht mehr? Oder? Doch, aber das dauert durchaus länger, als dass ich sie vorher irgendwo hingelegt habe. Ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwo so ein Ding, ich bin da zugange. Ja. Und es ist eigentlich auch bei Workshops prädestiniert, wenn ich die gebe, halt irgendwo, dass meine Materialien einfach weg sind. Aber sie sind eigentlich unmittelbar hier, aber... Also spätestens beim Aufräumen, Zusammenpacken, findest du sie dann in der Regel? Nee, tatsächlich schon vorher. Ich suche halt so lange, bis ich sie gefunden habe. Das kann dadurch einen Workshop mal ein bisschen in die Länge ziehen. Das erklärt natürlich einiges. Also ich habe bisher immer alles wieder gefunden. Ich habe noch nie was liegen gelassen. Also bloß ab und zu ist es halt manchmal schwierig zu utensilieren. Und vor Sekundenkleber muss man dich auch schützen, habe ich gehört. Ja, und der Sekundenkleber auch von mir. Aber du schnüffelst jetzt nicht dran, sondern... Nein. Ich quetsche den ganz gern mal so. Nein, also es ist tatsächlich immer mit Vorsicht zu genießen. Also am besten halt irgendwie Handschuhe anziehen, wenn man nicht genau weiß, was man da tut. Und am besten die guten Kunststoffflaschen verwenden, nicht die Metallern. Na, alles klar. Weil sonst klebt man sich nämlich die Hände zusammen. Ja. Ne? Aber das ist ja alles nicht schlimm. Und du entspannst dann nach so einer Session gerne mal. Was machst du in deiner Freizeit? Okay, was mache ich in der Zeit? Am liebsten sitze ich an meinem Teich, um ganz ehrlich zu sein. Oder mit dem Hund spazieren, das ist so halt das, wo ich sage, das ist so das Schönste halt irgendwie danach, weil da kann man halt dann wirklich mal die Seele baumeln lassen. Wo holst du denn deine Inspiration her? Also eher von zu Hause dann auch? Also wenn du chillig am Teich sitzt? Nein. Oder dann, wenn du wirklich unterwegs bist? Also vieles halt wirklich irgendwie aus der Natur. Klar, man holt sich auch die Inspiration irgendwo vom Internet, aber tatsächlich am liebsten irgendwo, wenn ich mal draußen in den Wäldern oder so bin. Tatsächlich am genialsten bisher für Aquascaping-Szenarien sind die Kanaren, bin ich ganz ehrlich. Ja. Das ist so die Regenwälder da oben halt, so diese Nebelwälder, da hat man schon sehr, sehr schöne Inspirationen halt, die man sich da holen kann. Okay. Aber oft reicht es halt, wenn ich wirklich einfach schöne Materialien habe, schöne Steine, schöne Hölzer, schöne Pflanzen. Und dann kann man da eigentlich immer ganz gut was zaubern. Ich finde es sehr schön, dass du die Kanaren erwähnst, weil auch da habe ich natürlich das eine oder andere schon gehört. Und zwar hast du wohl auf deinem letzten oder vorletzten Kanarenurlaub angefangen, bestimmtes Gestein zu sammeln? Ja. Was ist dann damit passiert? Klär uns doch mal auf. Ja, also es ist halt so, man geht dann da halt, sag ich mal, so eine Vulkanbegehung haben wir da gemacht. Okay. Da war dann schon eine schöne Lava und so weiter, wo ich gedacht habe, das ist schon so ein schöner Stein. Den findet man hier so in der also von der Optik und der Struktur her gar nicht so. Lava finde ich jetzt eigentlich nicht so spannend. Ja. Das war aber ganz cool und die Idee war halt eigentlich, warum eigentlich nicht mal ein Scape zu machen mit einem Urlaubsandenken? Ja. So, dann habe ich gesagt, eigentlich hatte ich so ein ganz kleines Mini-Becken irgendwie mit 10 Litern und habe so gedacht, okay, da nimmst du ein paar Steine mit, das kriegst du schon irgendwie mitgeschmuggelt. Das Ende vom Lied war dann an der Tour, dass der ganze Rucksack voll war mit ca. 20 Kilo Stein. Und die Reiseleiterin dann sagte, im Übrigen dürfen Sie hier nichts mitnehmen, denn hier steht alles unter Naturschutz. Sorry. Und dann konnte ich vor dem Bus, vor den Augen von allen Beteiligten, habe ich dann so ganz vorsichtig meinen Rucksack so ausgekippt, sodass das keiner halt gesehen hat. Und ja, so ist es leider nichts geworden mit dem Andenken. Ja, schön. Was sagt denn dein Mann zu dem ganzen Thema? Findet er ganz toll. Findet er wirklich traumhaft schön. Nein, er lässt mich da machen halt. Ne? Also von daher, das ist jetzt überhaupt nichts irgendwie Schlimmes, aber... Dass er jetzt, glaube ich, da so richtig Lust zu hat, nein. Also wir sind jetzt schon 20 Jahre zusammen. Ich habe ihn jetzt schon mehrfach dazu mal versucht zu animieren. Nicht mal. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Was denkst du denn, kommt hier auf dich zu? Du weißt ja jetzt im Prinzip noch nicht viel, außer dass es natürlich ums Skaten geht. Was glaubst du, was dich hier erwartet? Erstmal habe ich ganz viel Spaß. So, geh mal davon aus, dass wir Aquarien einrichten werden. Könntest du recht mit haben. Könnte so sein. Ich bin ganz ehrlich, ich lasse mich echt überraschen. Also ich finde es halt eigentlich mal ganz spannend, einfach mal nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Und lasst mich überraschen. Ich denke, ihr habt euch schöne Sachen ausgedacht. Und ich finde es eigentlich mal ganz cool, einfach mal nicht zu wissen, was gleich passiert. Ja, guck. Dann lasse ich dich mal weiter im Dunkeln. Ich werde jetzt nichts verraten. Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß und noch viel Erfolg bei dem, was jetzt kommen mag, was auch immer es dann ist. Ja, wir machen jetzt aber weiter und zwar kommt als nächstes der Tobi zu mir.
Hi Tobi, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Auch mit dir wollte ich ein paar Fragen erörtern oder ein bisschen was aus dir rauskitzeln, was vielleicht die Leute da draußen nicht so unbedingt wissen oder was wir im Intro noch nicht gehört haben. Okay, ja. Aus dem Intro haben wir zum Beispiel gehört, dass du die Aquaristik gerne jünger machen möchtest. Ja, kann man so sagen. Ja, dazu habe ich aber eine Frage. Ja. Und zwar, wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Ich denke, du ahnst, worauf ich hinaus will. Ja, die Geschichte meines ersten Aquariums sozusagen. Ganz genau. Ja, also mein erstes eigenes Aquarium war das ja dann halt. Das war so ein Aquarium, was aus dem. Also meine Mutter ist Erzieherin, war Erzieherin. Und dort im Kindergarten stand so ein Aquarium in so einer Gruppe und das sollte dann irgendwann weg, weil niemand hat sich drum gekümmert und keiner hatte mehr Lust darauf. Und ich hatte eigentlich gar nicht unbedingt vor, mir jetzt eins in meine erste Wohnung zu stellen, aber es war jetzt da und meine Eltern hatten früher auch Aquarien, das heißt, gesehen hatte ich schon mal. Da war so ein bisschen, okay, komm, ist schon eigentlich ganz cool, sieht nett aus, kann man hinstellen. Und da war nämlich tatsächlich die SpongeBob-Ananas mit drin. Etwas, wofür ich mich nicht schäme, dass das in meinem allerersten Aquarium drin war, aber was ich halt jetzt nicht mehr, also das würde ich nicht mehr anfassen. Okay, alles klar. Jetzt hattest du schon mal erwähnt, dass du ja da aus deinem Hobby einen Beruf gemacht hast. Ja. Ja, also du bist ja auch schon länger dabei, bist ja jetzt auch kein Neuling in der Szene, sag ich jetzt mal. Und ich fand es sehr schön, du hattest nämlich gesagt, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, braucht man ein neues Hobby. Ja. Was sind denn da deine neuen Hobbys geworden? Ja, das ist was mir früher ein paar Berufsfotografen mit auf den Weg gegeben haben, weil ganz ursprünglich war mein Plan, mal halt als Fotograf zu arbeiten. Ach, oh Gott. Ja. Habe ich eine Zeit lang auch gemacht, ja. Aber dann kam das mit dem Aquarium so ein bisschen dazwischen und dann gab es ein paar Zufälle und dann ist es jetzt eben dieses Aquaristik- und Videothema geworden. Aber das führt halt dazu, dass man sich jeden Tag so intensiv damit beschäftigt, dass man das in der Freizeit halt irgendwann nicht mehr möchte. Mhm. Und ja, neue Hobbys sind also schon relativ viel Sport. Ja, also okay. Ich laufe relativ viel. Aber halt auch sowas, dass ich tatsächlich dann die Fotografie wieder neu schätzen gelernt habe. Okay. Was ich halt eine Zeit lang, auch weil ich es eben beruflich gemacht habe, ich hatte keine Lust mehr, im Urlaub zu fotografieren. Das war halt Arbeit und im Urlaub habe ich dann nur noch so 2, 3 Schnappschüsse mit dem Handy gemacht. Und jetzt mittlerweile nehme ich wieder gerne die großen Kameras mit in den Urlaub und stelle mich da stundenlang hin und warte auf den perfekten Sonnenuntergang und freue mich da dann, so ein schönes Bild gemacht zu haben. Holst du dir dann auch so aus Urlaub und Reisen dann auch wieder die Inspiration? Ich hatte das Thema eben mit Adri auch, also gerne mal im Urlaub dann auch. Sammelst du dann auch Sachen ein oder guckst du nur? Ja, einsammeln ist ja ein bisschen kritisch. Genau. Also, aber nee, Inspiration auf jeden Fall. Wir waren vor ein paar Wochen erst auf Irland. Mhm. Und da hast du halt auch so diese saftigen Wiesen, wie man das so kennt. Und dann mit so ein paar Steinen dazwischen. Das ist ein original Iwagumi-Layout, was du so in einem Aquarium nacharbeiten könntest. Mhm. Klar, also das ist auf jeden Fall Inspiration. Ja. Du hast ja auch ein paar Katzen zu Hause. Wie finden die denn dein, ich nenne es jetzt mal Hobbyberuf? Extrem langweilig. Ja, doch? Ja, das ist lustigerweise immer was ich auch häufiger mal zu hören bekomme, weil ich ja meine Aquarien noch alle offen betreibe. Das ist ja keine Abdeckung drauf. Ach so. Und dann kommt ab und zu mal, ja, aber dann holen sich die Fische ja die Katzen raus, genau. Natürlich. Nee, da kommt ab und zu mal, ja, dann holen sich die Katzen ja die Fische da raus oder so. Nein, das passiert überhaupt gar nicht. Mhm. Also hat noch nie eine versucht. Okay. Gar nichts. Was die tatsächlich machen, wenn ich dann da so Aufsetzlampen drauf habe, die beiden kleineren Mädels, die pennen dann halt auf der Lampe, so mit Füße runterhängen und Schwanz hängt ins Aquarium und so, denen völlig egal. Aber ist auch schon mal einer reingefallen vielleicht? Hab's zu Adri eben auch schon gesagt, ich habe ja meine dunklen Kanäle. Ja, hier. Ne? Wir haben immer so lustig gesagt, also ich habe halt auch eine Zeit lang regelmäßig Livestreams gemacht, ein bisschen weniger gewonnen. Da haben wir mal so lustig gesagt, ja, Katzen, wie gesagt, da haben sie nicht für die Aquarien interessiert, sind nie an die Fische gegangen, ist auch noch nie was passiert, sind noch nie irgendwie reingefallen. Und Miller, eine von unseren Kleinen, lag halt die ganze Zeit auf der Lampe in dem Aquarium, was halt neben der Kamera sozusagen stand. Das konnte man im Stream dann auch sehen. Ja. Ich hatte, weil ich das Aquarium irgendwie neu eingerichtet hatte, kurz vorher war eine zweite Kamera nur auf dieses Aquarium gerichtet. Und wirklich in dem Stream, also Miller ist halt auch nicht die intelligenteste Katze. Und die schwimmt sich dann auf dem Rücken auf dieser schmalen Lampe und rollt wirklich in das Aquarium, reißt die Lampe mit rein und ja, war alles live im Stream. Oh ja, okay. Schön. Dann doch einmal. War auch das einzige Mal bisher. Ja gut, toi toi toi, also ne. Und die Lampe hat es auch überlebt, das fand ich ganz faszinierend. Die war natürlich nicht wasserdicht,
aber sie funktioniert noch. Glück muss man ja auch haben. Ja. Ne? Das gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu. Ja, letzte Frage an dich. Was glaubst du, was dich hier erwartet? Also du weißt ja noch nicht viel. Nee, ja, also tatsächlich ja nur, dass wir hier irgendein Aquarium einrichten werden. Das ist schon mal sehr nah dran. Ja, ja. Ne? Aber mehr haben wir dir noch nicht verraten. Was glaubst du denn? Also, oder worauf hast du Lust? Also einerseits, wenn man hier dann vielleicht mal was anderes machen müsste, was ich so sonst selten mache, das wäre einerseits cool, weil ich eben weiß, ich mache es so nicht. Ja, ja. Ja, und andererseits glaube ich auch, dass wir eben nicht nur einfach hier sein werden und ein Aquarium einrichten. Von daher ist so ein bisschen die Erwartung, dass dann auch zwischendrin irgendwie Sachen passieren, wo wir so denken, so, okay, was tue ich jetzt? Ich weiß es nur nicht. Also ich kann mir viel vorstellen. Ich hoffe, dass das alles nicht eintritt. Also die Spannung ist da. Ja, schon. Wunderbar. Dann lasse ich dich noch ein bisschen weiter gespannt auf das Geschehene warten. Ja, vielen Dank nochmal. Ne, wir machen jetzt weiter mit Joris. Hi Joris, danke, dass du da bist. Hallo Lars. Ich stelle euch ja ein paar Fragen. Ich möchte ein paar Informationen von dir noch haben, die wir jetzt aus dem Intro jetzt noch nicht gehört haben oder die man vielleicht auch sonst jetzt nicht so unbedingt über dich nachlesen kann. Und ich würde ganz grob mal damit anfangen. Im Intro haben wir gehört, du machst ja auch das ein oder andere Großprojekt. Was glaubst du denn, was dich hier erwartet? Ein mittelgroßes Projekt. Ja. Also ich kenne ja das Oase-Sortiment. Ja. Ich glaube, jetzt aquaristisch, süßwasser-aquaristisch, pflanzlich mit Pflanzen 60 cm geht's los, bis 1 Meter, oder? Gibt's was Größeres? Ja, ein Meter. Ein Meter, ne? Da hört's auf. Zumindest es gibt doch. Nein, wir haben die Highlines noch, größer, aber jetzt im Scaper-Bereich. Ich glaube, sowas Großes wird es nicht, aber so 60 bis 90, so in der Range, das ist so meine Einschätzung. Ja? Also eher so was Handliches. Ja, wir haben jetzt auch keine 2 Wochen Zeit, das einzurichten. Nee, das stimmt. So viel Zeit haben wir jetzt nicht für euch eingeplant, aber du weißt ja auch noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Das finde ich immer sehr interessant, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Das kann man ja auch mal so offen raushauen. Daher kenne ich natürlich auch über den einen oder anderen dunklen Kanal so manche Anekdote über dich. Zum Beispiel wurde mir gesagt, dass du als Ziel ja auch hast, ich habe dir das auch mal mitgebracht, die Zollkügelchen in so ein Säckchen zu zählen. ja, tatsächlich. Ich habe mir Gedanken gemacht. Also ich habe ja, ich würde mal sagen, einen recht erfolgreichen YouTube-Kanal. Definitiv. Und ich habe überlegt gehabt, welches Video habe ich noch nicht gemacht, was wäre interessant. Und ich glaube, so in Echtzeit mal so einen Sack Soll durchzuzählen. es gibt ein Video von Mr. Beast, kennt glaube ich jeder, ne? So mittlerweile, also so eines der erfolgreichsten. Ja. Verschenkt ständig irgendwelche Luxusautos, kauft Inseln und keine Ahnung, lauter so verrücktes Zeug, stellt Rekorde auf. Und der hat, glaube ich, 1 bis 1 Million oder so vor der Kamera gezählt. Und es ist ganz interessant, den Gesichtsausdruck zu sehen, wenn er schon in diese höheren Zahlen kommt. Und es ist einfach irgendwo so eine Challenge. Und ich weiß nicht, ich wollte mich dieser Challenge irgendwann stellen, aber so eine innere Barriere. Ich habe so ein bisschen Respekt davor. Tatsächlich? Ja, ja, ich brauche irgend so einen Motivationsschub, das zu machen. Ich weiß nicht was, aber... Vielleicht kommt es ja irgendwann. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass du da noch so eine innere Hemmschwelle hast, weil auch wieder über andere Kanäle erfahren habe ich ja, dass du bei den Eleocharis Mini, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch ausspreche, wir blenden das wahrscheinlich jetzt auch mal kurz ein, damit alle wissen, was es ist, hast du wirklich oder 100 Stück rausgezogen aus einer Pflanze? Aus einem In-vitro-Töpfchen, genau, ja. Aufgeteilt in 100 Portionen. Also man kann aus einer Portion... Also das ist ein Becher, ne? Das ist, sieht, ist wie so ein kleiner, ne? Kleines Joghurtgläschen. Kann man schon so die Folie oben abziehen und ist quasi wie so ein kleines Stückchen Rollrasen. Ja, und den kannst du da auseinanderfuddeln in so einzelne Pflanzen und das war auch so eine kleine Challenge. Und ich dachte so, okay, mal so 100 Portionen, schaffst du das? Ach, ne? So überschlagen, was wäre ja möglich? Und dachte so, komm, probier das mal. Wahnsinn. Ja, okay. Brauchst du dann überhaupt noch einen Ausgleich? Weil das wäre jetzt so meine nächste Frage. Mit den anderen habe ich nämlich auch über sowas gesprochen, wie die auch ihre Inspiration kriegen, was sie als Ausgleich machen.
brauchst du das denn überhaupt noch, wenn du sagst, das hat schon was so Meditatives für dich? Also vom Stressfaktor auf keinen Fall. Also das ist dann, wie ich schon gesagt, sehr meditativ, sehr spannend. Auch die Pflege der Aquarien, ich genieße das. Ne? Also wenn du so ein paar Quadratmeter Rasenfläche zu schneiden hast mit einer Schere, da bist du erstmal beschäftigt. Mach mir gerne einen Podcast rein oder so ein bisschen, wie nennt sich das? Lo-Fi-Musik. Okay. Ja, das hat so ein bisschen Knistern, Rauschen, so unsauberer Ton. Das ist so Entspannungsmusik. Aha. Okay. Es ist so ein eigenes Genre. Also wenn man zum Beispiel lernt oder irgendwas arbeitet zum Konzentrieren. Also das sind jetzt keine Vocals, also das ist nur so instrumental. Und müsste ich mir vielleicht auch mal antun. Mal Chance geben. Wird vielleicht auch gerade eingeblendet. Kann man vielleicht hören, so eine Kostprobe davon. Und also wegen Stress brauche ich sowas nicht, aber da ich ja mir mit dem Aquascaping das Hobby zum Beruf gemacht habe, schon vor, ich weiß nicht, über 10 Jahren, gefühlt alles, was ich mache, ist ja irgendwie Arbeit. Ja, so. Das heißt, ich brauche einen Ausgleich, jetzt nicht im Sinne von, ich bin gestresst und muss irgendwie mal runterschalten, sondern etwas, was jetzt mal nichts mit Aquaristik zu tun hat. Ja. Ja, und da mache ich zum Beispiel gerne Sport, ja, setze mir da halt so Ziele, so Challenges, jetzt. Keine Ahnung, 100 Push-Ups oder sonst irgendwie sowas schaffen am Stück oder irgendwelche, ja, solche halt Herausforderungen. Beziehungsweise ich habe mir jetzt vorgenommen, ich würde gerne richtig geil zeichnen lernen. Ich habe mir so einen Kurs geholt. Ich? Genau. Also es sind so Pflanzenzeichnen auch. Das passt so ein bisschen mit der Arbeit. Vielleicht kann ich dann so coole... ich wollte gerade eine Brücke irgendwie schlagen. Also, ja, das ist so das Angenehme mit dem Nützlichen. Ja. Das ist so ein Kurs von irgendeinem Künstler über eine von diesen E-Learning-Plattformen. Mhm. Und da gibt es so Übungen, die man macht. Und man lernt halt einfach wirklich schön und botanisch korrekt Pflanzen zu zeichnen. Mhm. Also erstmal mit so Bleistift und so weiter. Und dann wird das mit Wasserfarben ausgemalt. Und das Schöne bei Wasserfarben finde ich, das sind jetzt nicht wie mit Filzstift, wo du als die einzelnen Striche siehst. Mhm. Oder wo die Fläche halt so, ja, so komplett eine Farbe ist. Mhm. Und du hast diese wasserfarbentypischen Verläufe. Ja, interessant. Dann zeig mal deine ersten Kunstwerke. Wenn ich habe noch nicht angefangen. Ja, okay. Den Kurs habe ich schon gekauft und das habe ich mir so vorgenommen, mal nebenbei zu lernen. Also ich kann dir auf jeden Fall versprechen, zeichnen wir es hier nicht müssen. Höchstens in deinem Kopf das Konzept, das auf dich wartet. Mehr verrate ich dir allerdings noch nicht. Ich wünsche dir aber viel Spaß und viel Erfolg bei dem, was auch immer kommen mag. Wirst du noch erfahren. So, was wir jetzt allerdings machen, das erklärt euch jetzt der Joachim zusammen mit allen drei Teilnehmern in der Skateboard. In der nächsten Folge. Willkommen hier zu unserer Diskussionsrunde. Ich denke, ihr wisst noch nicht alles, was euch hier so erwartet, aber wir wollen einmal starten und ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen und einfach mal so erstmal fragen, Aquascaping, was ist das eigentlich? Ja, das war's mit The Scapers Folge 1. Damit sind wir angefangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr es nicht mehr abwarten könnt, bis morgen, wo schon Folge 2 rauskommt, schaut euch gerne hier nochmal den Trailer an. Ansonsten findet ihr hier unten den Link zur Playlist, wo zukünftig alle Folgen zu sehen sein werden. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Auch gerne ein Like und aktiviert die Glocke. Ihr kennt das, brauche ich euch nicht zu erklären. Würde mich sehr freuen. Ansonsten findet ihr in der Beschreibung auch noch ein Füllhorn an zusätzlichem Wissen. Also ihr findet da unseren Aquarium-Guide, ihr findet unsere Homepage mit Infos zu unseren Produkten etc. pp. Tobt euch aus. Ganz viel habe ich euch da reingepackt, würde mich sehr freuen. Das letzte kommt zum Schluss. Wir möchten von euch gerne wissen, welcher Fakt von den drei Teilnehmern, ihr habt sie gerade ausreichend kennengelernt, hat euch am meisten überrascht, was wusstet ihr vielleicht schon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, viel Glück und bis Folge 2. The Scapers bei Oase.